Hallo meine liebe Freunde und willkommen zurück zu Evoland mit einem verstörenden Viecher auf der rechten Seite. Ja. Ich fand das so toll, ich musste es mitnehmen. Wir haben zwar die Olga leider nicht mehr im Schlepptau, aber die wartet ja auf der anderen Seite dieses wunderschönen Portals, wenn wir dann noch die Reste der Magelliten eingesammelt haben, eine Richtung. Also hier darf jetzt kein Text kommen. Ja. Kannst du nicht deinen Bildschirm an Stücke? Mehr geht nicht. Okay. Und los! Die Lampe ist erstmal als gewöhnungsbedürftig. Also wir spielen jetzt Evoland erstmal fertig und dann das andere. Genau. Okay. Man hat sich mehr als die Mehrheit dazu entschieden. Ab zurück zu Genua! Ihr wisst ja gar nicht, was er weiß. Ich weiß, ich hab schon einen Background gesehen. Buddy! Achso, hier ist ja wieder die geile Schnitte, die man so gedacht hat. ist natürlich, obwohl, Genua, bevor wir uns hier wieder stundenlang tot suchen, würde ich sagen, nehmen wir erstmal die einfachen Orte. Was müssen wir jetzt eigentlich tun? Die. Ich bin echt nicht mehr offen im Raum. Wir müssen den Magneten zusammensetzen und dafür quasi die einzelnen Stücke sammeln. Deswegen. Da war irgendwie Feuerstein. Ja, Feuerstein, Wasserstein, da gibt es ganz viele einzelne Steine und die müssen wir jetzt alle finden. Und. Guck mal, durchpassen. Das wäre zu einfach. Aber vielleicht, wenn wir mit unserem Schiff hier rumschubbern, vielleicht kommen wir ja so raus. Würde ich sitzen. Oh ja. Räume. Vielleicht gibt es jetzt eine neue Insel, wo man hin kann. Oh, Tatsache. Vergiss es. Aber okay. Vielleicht haben wir hier Glück. Den können wir wahrscheinlich. Oh. Was zum Teufel redet ihr denn da? Ach du Scheiße. Zeitparadoxon. Ich stelle nur Theorien auf. Genauso könnten wir in meinem Zeitalter dann. Oder in dem von Fräulein Inge und Super Mario. Aber wie Fräulein Inge sagen würde, ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Genau. Los geht's, Nino. Und wir werden es erst rausfinden, wenn wir dort sind. Und in dieser Zukunft will ich nicht bleiben. Nicht aktivieren. Achso, jetzt können wir dumpf hier zurück. Sie sind verschwunden. Hallo. Warum bin ich nicht mit ihnen gegangen? Und was mache ich jetzt? Ey, altes Ratte! Da seid ihr ja wieder. Ich wollte gerade sagen, die Treppen müssen ja noch aktiv sein. Deswegen, ihr seid doch gerade da reingegangen, wie kommt ihr nach links? Verwählt. Ja. Hallo. Ich hab gestern eine übelst tolle Jacke gesehen. Hm? Eine Zelda-Jacke, wo hinten so ein Schwert mit drauf ist. Das ist, ob das als ein Schwert, als ob das Schild. Also und Link drauf ist, okay. Mit Kapuze, die aussieht wie die Mütze. Oh, die kam 70 Euro, die blöde Jacke. Boah. Ich hab bald Geburtstag. Nee, so machen wir's nicht. Dümpfi, ich bin so froh, euch wiederzusehen. Super Mario, Fräulein Inge, ich dachte, ihr werdet auf immer verschwunden. Das kann nur bedeuten, dass der Magellit seinen Zweck nicht erfüllt. Stimmt nicht, das hat er. Er hat korrekt funktioniert. Aber das ist eine lange Geschichte. Wo soll ich denn anfangen? Bitte jetzt nicht wieder. Oh! Stundenlang quatschen. Oder Überblendung, sehr schön. Ich kann es kaum glauben. Mein Sohn. Deine Mutter. Ein Terrorist. Und die Waffe. Selbst es ist im Spiel schon drin. Aber ich sollte mich nicht zu sehr sorgen. Reno ist in diesem Zeitalter. Kannst du mir mal einen Gefallen tun? Mal kurz Pause. Kannst du mal das blöde Rollo runtermachen? Das geht mir gerade so auf den Senkel. Was denn? Das Rollo. Heute eine Nachtaufnahme. Es ist dunkel. In diesem Zeitalter. Beachtet nicht den hellen Lichtstreifen da. Reno, in diesem Zeitalter ist so. Entschuldigung. Ist in diesem Zeitalter schließlich kein Kind mehr. Ich wollte gerade sagen, dass wir wieder da sind. Entschuldige bitte. Okay. Es ist schließlich einfach vor der Explosion geflohen sein. Vielleicht sehe ich ihn ja doch wieder. Und ich habe wieder zwei Stimmen. Oder besser gesagt eine. Ich war auch ziemlich überrascht, als sie aus dem Nichts aufgetaucht sind. Und als sie mir alles erzählten, fiel es mir ebenfalls schwer, es zu glauben. Wer würde jemals glauben? Jetzt geht das schon wieder los. Ach, Spaß, Dicker. Wer würde jemandem Glauben schenken, der behauptet, aus der Zukunft zu kommen? Jemand mit einem DeLorean? Erst nachdem ich mich mit Olga unterhalten hatte, war ich vollkommen überzeugt. Und hier siehst du dumm viel einfach nur Olga.
Ach übrigens, du willst noch was sagen, du vier Sohn ist hässlich. Ach nee, der ist schön, du bist hässlich. Können wir ihn ihr trauen? Na sag mal, die hat jetzt vor der Explosion der Waffe gerettet, du willst wohl in einer Klatsche haben, an der Waffe, und du hast jetzt auch verraten, wie man den verstreuten Teil des Magnetenschlüssels beschafft. Also, Doppel-D, genau. Das ist mir bewusst, Fräulein Engel, und ich bin ihr zutiefst dankbar. Aber bitte nicht schlagen, ohne sie hätte ich euch beide nie wieder gesehen. Voller Frieden. Das tut weh. Kommst du wieder? Nimm den Ring ab, werte Aufgabe. Mein Vater hat immer gesagt, dass Vivien sich verletzen wird und dass alles einen Preis hat. Warum ist sie euch nochmal zur Hilfe gekommen? Ich habe mir schon ein paar Mal verletzt. Ich habe mir das Bein gebrochen, den Arm geprellt. Kniescheibe. Das würde ich doch gern wissen. Also das nicht. Übrigens, ich habe die Haare nicht abgeschnitten, falls Fragen kommen. Da sind sie. Es war halt bloß einfach bloß immer wieder räumen und so durch den Umzug und immer wieder die Haare so. Da habe ich gesagt, das reicht. Also ich persönlich finde Pferdeschwanz stylisch. Dann hast du ja gewachsen. Bei Frauen. Achso. Ich mag auch Pferdeschwänze und Zöpfe. Habe ich verstanden. An ihrem Wissen über die Magie besteht jedenfalls kein Zweifel. Die kargen Beschreibungen des Magischlüssels, die ich studiert habe, das stimmt irgendwie nicht, was ich gesagt habe, studiert habe, bestätigen ihre Erklärung. Okay. War ein Scherz, Mann. Ja, weiß ich schon. Spiel doch mit. Das ist meiner. Achso. Für meinen Sohn macht das keinen Unterschied. Entschuldigung, ich sehe immer, wenn hier drüben was ist, sehe ich es nicht. Wir können ja vielleicht noch. So. Ganz im Gegenteil. Die Lampe muss darüber. Wenn wir die Waffe von der Zeitachse entfernen, wird Reno. Entschuldigung. Himmelne Ärmel gedacht haben, sie zu aktivieren. Was hältst du einfach davon, die Lampe hier oben ranzuschrauben? Geht nicht, ich habe keine Befestigung dafür. Ein beträchtlicher Teil der Geschichte wurde mir geschrieben. Wie ich einen Schlüssel kaufe. Ehrlich gesagt, macht mir der Gedanke daran Angst. Wir haben ja auch. Oh, können wir mal Spur fertig. Okay. Egal, was zu tun ist, ein Risiko besteht immer. Und ehrlich gesagt, kann es kaum noch schlimmer werden. Ich teile die Meinung von Fräulein Engel. Egal, was wir ändern, meine Situation kann sich nur verbessern. Labert noch nicht so viel. Für uns ganz bestimmt. Aber vielleicht nicht für alle. Soll ich weitermachen? Lest doch einfach selber. Ab in die Tasche. Schnell bringen wir die Teile des Magischlüssels zu Olga. Es freut mich, dass ich euch einmal mehr helfen kann, Super Mario. Nina! Dumpf, sich anschaut. Yeah. Das heißt, jetzt können wir auch den Stein wieder aus dem Weg räumen. Noch mehr in der Tasche. Eigentlich muss ihm doch die Hose bis sonst wo sitzen. Was hat denn der für einen guten Gürtel? Theoretisch ja, ne? Hier unten ist ja eigentlich auch noch was, aber wie kommt man da hoch? Oh. Na gut, das bringt eigentlich auch nicht wirklich viel. Bring ins Wasser wie Ariel, Frau. Mach dir Ariel Kopf. Platsch, platsch, platsch. Ich glaube, da unten ist es nicht hervorgesehen, dass man da hinkommt. Also hauen wir erstmal den Stein durch die Kante. Na dumm, wir hätten echt bei der Höhle gebrauchen können, wenn die ganzen Monster leider einfach so Flächenangriff machen können. Aber naja. Jetzt hören wir zu Olga. Nicht zu Olga, sondern erstmal hier oben zur Brücke den Stein wegräumen, dass man hier oben wieder hinkommt. Weil wir haben ja, glaube ich, noch in Mana gefunden, dass wir die Kraft upgraden können. Steinchen! Aufladung! Der Stein ist weg. Scheiße! Was ist denn hier was? Wieso ist der weg? Habt ihr das gesehen? Ach so, weil wir jetzt wieder... Alles klar. In der Zeit zurückgereist sind in dem Moment, wo wir den Stein schon weggeräumt haben. Ja, ich rese. Also, ab Nummer zur Hexenbuddha. Bibi! Die flotte Oma vergögelt. Nee! Weil gleich der junge Mann hier da seid. Was kann ich denn für euch tun, Zuckerschnäuzchen? Ich hab nicht wegen. Achso. Ja, ja. Haben wir Mana nicht noch? Zwei Mana sogar. Oh, jetzt, ihr habt das fast Mana ausgegraben. Wer kriegt dann die Erweckung? Achso, die kriegen ja eh einen. Inge, mehr Power! Bam, Bitch!
Staubwedel. Also wenn jetzt keine, wenn die jetzt keine leuchtende Schippe hat, dann will sie auch nicht. Nein. Lebenskraft hat Stufe 2 erreicht. Konzentriert euch länger auf einen noch... Wenn noch mächtigeren Schaf angreift. Das ist die Sprachspastiker voll. Nein, achso, nein, 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 ich will keinen Trank bauen. Ja, Bärpfissen. Könntest du aufpassen? Könntest du mit aufpassen beim Klicken? Entschuldigung. Oh mein Mann, und Ali, mehr Eis. Eis, Eis. Jetzt übelst die Holzfäller-Wahne. Ja. Das ist sexy. Okay, das heißt, normalerweise war es ja... Ich will mal gleich von denen gucken, was da jetzt der Angriff ist. Nichts. Von Inge war es ja nochmal dieser eine Wedel. Wie bei dem Polia. Okay, eine große Welle. Das. Und wir gucken was. Achso, hier draußen kann man es nicht testen, aber... Das ist Portal. Also. Deswegen erstmal kurz schauen, ob mir noch irgendwas... Wer ist einfach zurück wieder zum Zelt gelatscht, Mensch? Mit dem Zelt. Ja, weil drinnen in den Objekten kannst du testen. Wer ist einfach wieder rausgegangen, wieder drin? Stimmt. Okay, jetzt machen wir mal Multimedia-Eistesting hier. Cool. Hat nicht wirklich viel gebracht, aber ich glaube, dass man dann auch hier einfach nur wieder dahin kommt, wo wir denn hier Monsieur Dingsbums Excel verkloppt haben. Hier kommst du eh nicht weiter. Oder, Dumpfi? Ne? Olga, Schätzchen. Ab in die Vergangenheit. Lalalala. Olga. Nino, ich wusste gerne mehr. Also ihr wüsstet gerne mehr, aber die Fragmente des Schlüssels? Ja. Fragmente des Feuers, seid ihr den Piraten schon begegnet? Im Unterstoff in der Nähe der Gegenwart? Achso, genau, schreibt mir. Dann haben wir Fragment der Natur. Fern im Südwesten liegt eine Insel. Da ist er nicht. wie bei Dings der König der Löwen. Das alles, was es nicht berührt, gehört dem anderen. Auf dieser Insel gibt es einen zeitlosen Wald. Tief im Inneren dieses Waldes werdet ihr das Fragment finden. Runter. Gut, wir haben unsere Checkliste ab in die Zukunft. Das ist das Blitzdings aus meinem Blick. So, alles vergessen. So, dann würde ich sagen, wenn wir am nächsten sind, gehen wir mal oben den Berg abklappern. Mission. Überwältigt. Cool, guck mal. In die Klippe. Ich lasse es mal so drauf. Zeugende Seiten rausreißen. Wo gehen wir jetzt als das hin? Fragmente finden. Also wir sind jetzt schon auf... Ja, auf dem Berg bin ich jetzt gerade schon, aber hier ist irgendwie nix. Hier kommst du auch nirgendwo anders hin. Bro. Ja, wollte ich da sagen, Piraten, nee, Vulkan, das war da, wo man, wo du gesagt hast, da oben ist eine Insel, da rechts daneben war ein Vulkan, neben der Insel, wo wir drauf waren. Da war ein Vulkan? Ja. Sah jedenfalls aus, hat gequalmt. Fahren wir da lang, so? Da? Okay, da hinten wollen wir noch. Alles klar, schön. Da wollen wir schon mal das erste Flak mit. Irgendwie anlegen hier. Und so. Oder da oben. In der Nähe vom Vulkan, vielleicht auf der Insel da. Stimmt, die haben ja ihren Unterschlupf in der Nähe vom Vulkan, aber da kommt man ja nicht hin. Sehr schön. Kann man hier irgendwie rauf? Oder irgendwas da drunter irgendwie, dass die. Immer was, aber da kommst du auch nicht hin. Jo, ich würde doch erstmal sagen, machen wir hier einen Cut an der Stelle, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir wissen, was wir machen sollen. Ja. Haben wir auch schon die Folgenzeit erreicht. Und bis dahin, auch wenn es ein bisschen Sucherei wird, beim nächsten Mal musst du dir heute nur wehtun. Ja. Beim nächsten Mal sind wir dann The Man and the Woman with the Plan. Bis dahin, tüdelä.